Vor der World Superbike sind Hotels in der Mandalika-Region ausgebucht. Das Hotel in Kuta Mandalika ist für Gäste Unterkünfte während des World Superbike Events Mitte November 2021 ausgebucht. Eines der von Dorna oder ITDC gebuchten Hotels ist das Raja Hotel. Es ist 2 Monate her, dass Raja Hotel begonnen hat, Gäste zu bedienen. Der Generalmanager Mohammad Iksan, der am Freitag, den 17. September 2021 interviewt wurde, erklärte, dass das 200 Hotelzimmer mit der Eröffnung begonnen hat, um sich auf internationale Veranstaltungen in Mandalika vorzubereiten, zu denen in diesem Jahr das Superbike gehört. Zusammen mit mehreren Hotelmanagern rund um Mandalika, sagte Iksan, wurde ein Treffen mit dem ITDC abgehalten, um Pläne zur Nutzung aller Zimmer im Raja Hotel sowie aller Hotels und Resortzimmer rund um Mandalika zu besprechen. Angaben des Superbike-Komitees, wann die Umsetzung zwischen 1000 und 2000 Hotelzimmer benötigt wird, erklärt Iksan. Vom Bedarf an diesem Hotelzimmer wird geschätzt, dass es alle Hotels bis hin zu Gastfamilien in der Umgebung von Mandalika aufnehmen wird. Im Zusammenhang mit der Organisation des Superbikes, sagte Iksan auch, hat das Raja Hotel selbst damit begonnen, Gruppentreffen zu organisieren. Obwohl es ausgebucht ist, wurden die Preise und andere Bedingungen, die für Hotels rund um Mandalika verbreitet werden müssen, im Detail noch nicht vereinbart. Alle Hotels und Resorts wurden vom ITDC auch gefördert, Angebote abzugeben. Aus diesem Angebot bestimmt das Komitee die Hotelklassifizierung nach der Klasse der Gäste Touristen, die später kommen. Auch bezüglich des Preises gab es bisher keine Einigung. Das hat der Ausschuss nicht festgelegt. Hotel und Resort haben Angebote und Preise eingereicht. Geplant sind etwa 10 Tage Aufenthalt in Hotels und Resorts rund um Mandalika. Schließen Sie andere Hotels auf der Insel Lombok nicht aus. Iksan sagte, die Implementierung der Superbike sei 3 Tage lang wirksam gewesen. Für die Vorbereitung vor und nach der Veranstaltung wird jedoch geschätzt, dass bis zu einer Woche mehr Gäste länger bleiben werden. Wie ist die aktuelle Hotelbelegung? Iksan erklärte auch, dass die Zimmerbelegung im Raja Hotel selbst mittlerweile nur bei etwa 10-20% pro Tag liege. Dazu gehören die Regierungsaktivitäten und lokalen Touristen. Um sicherzustellen, ob Gäste nach Lombok kommen werden oder nicht, ist einer der Indikatoren die Anzahl der Ankünfte am Flughafen Lombok. Wir warten auf die Politik der Zentral- und Regionalregierungen, ob Flüge aus dem Ausland geöffnet werden können oder nicht. Wir hoffen, dass wir wirklich bereit sind, das Superbike willkommen zu heißen, sagte Iksan. Der Mandalika Circuit bereitet sich auf die Veranstaltung des World Superbike WSBK im November vor. Die Organisatoren hoffen, dass das Rennen für Zuschauer geöffnet wird, obwohl es begrenzt ist. Wenn es nicht vollständig möglich ist, hoffen sie, immer noch ein Publikum von 15% der Kapazität empfangen zu können. Der Mandalika Circuit selbst hat eine Gesamtkapazität von 188.000 Zuschauern. Wenn 15% berechnet werden, können zwischen 20.000 und 30.000 Menschen teilnehmen. Natürlich möchten wir eine Veranstaltung abhalten, die für alle sicher ist, sagte Ricky Bahiramshah, CEO von MGPA. Die Zahl von 20.000 bis 30.000, dies ist eine sehr kleine Zahl. Aber das Wichtigste ist, von anderen Rennstrecken zu lernen, die Motorsportveranstaltungen mit großem Publikum veranstaltet haben, fügte er hinzu. Wir wollen die Verfahren und Wege lernen, damit wir sie an unseren Kreislauf anpassen und mit der Regierung abstimmen können, erklärte er. Wir wollen einfach nicht die Gelegenheit verschwenden lassen, Zuschauer mitzubringen und die WSBK oder zukünftige MotoGP-Fans zu sehen, sagte er. Happy Haryanto, Director of Strategy and Communication bei MGPA, sorgte dafür, dass seine Partei bereit sei, eine Veranstaltung mit Publikum abzuhalten. Der Bau der Strecke ist abgeschlossen, andere Einrichtungen sind nur eine Frage der Zeit, sagte er. Wir hoffen, dass die WSBK in Zukunft ein Warm-up für andere Veranstaltungen sein kann, einschließlich des MotoGP-Vorsaison-Tests und des indonesischen MotoGP-Rennens selbst, sagte er. Die World Superbike Mandalika selbst findet vom 12. bis 14. November
statt.